Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Beim letzten Mal haben wir hier den Quallenkönig besiegt und haben diese wunderbare Marmelade bekommen. Und wir wollten jetzt hier runter, ein bisschen rutschen, das machen wir auch direkt mal. Ist natürlich direkt wieder sehr actionreich, was wir hier machen, ne? Wir leben gefährlich in dieser Welt, namens Bikini Bottom, alle abonnieren. Und, ja. Ach, überall auch diese Steine, diese ihr versteht, diese Steine. Ich kann mir vorstellen, in der deutschen Version hat man diesen Wortwitz gemacht. Keine Ahnung, war das so? Naja. Warte, ey. Da rechts geht's lang, habt ihr das gesehen? Da geht's lang. Das ist ja wohl der reguläre Weg, kann das sein? Ja, ist er. Und der führt uns zu einem goldenen Pfannwender. Wahrscheinlich als Belohnung dafür, dass wir den Quallenkönig besiegt haben. Nee, das ist sogar ein Pfannwender, der wird gar nicht Gold angezeigt, sondern, ich weiß nicht, diese silbernen Pfannwender, beziehungsweise die normalen Pfannwender, ist es einfach nur so ein Ziel, was man als Reiseziel begehen kann, weil hier steht Take the Taxi to this level. Heißt das, man kann da nur hingehen, aber man bekommt von ihm gar keinen goldenen Pfannwender? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier Böses im Busch. Oh oh, boah, die sind sehr gefährlich. Die sind sehr, sehr gefährlich. Kann man euch denn... Man kann die sogar anlaufen, ne? Das checken viele gar nicht. Also ich glaube, im Film war das so, da haben die direkt schon... Fick dich. Da haben die direkt schon Schaden gegeben, wenn man sie auch nur berührt hat. Im entferntesten Sinne. So. Ah, aber schaut mal der Karton. Das heißt, wir können theoretisch zurückgehen und gucken, dass wir diese Stelle erreichen. Weil ich habe gesehen, da führt ein Weg lang. Da hat ein Weg lang geführt. Und zwar ein Weg, der uns so nicht begehbar war. Anders gesagt, ouch. Wir sind gleich tot. Scheiße. So, auf jeden Fall war das ein Weg, den können wir so nicht begehen. Ne? Also, wahrscheinlich werden wir von hier aus da rüber springen. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich werde es mal so probieren. Was? Hä? Hä? Wie? Was? Hä? Warte mal. Man kann von dort aus gar nicht darüber. Bedeutet, es gibt irgendwie einen anderen Weg. Aber wo soll der denn, wo soll der sein? Also ich sehe da rechts natürlich einen Weg, ne? Soll ich einfach mal runterspringen? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Okay, es hat geklappt. Und das hat uns zu einer Tennissocke geführt. Hey, wow. Okay, scheiß drauf, wir haben die Socke. Uns kann es eigentlich egal sein. Wir können eigentlich wieder, naja, den Teleportationskarton benutzen, aber egal, egal, egal. Mich würde trotzdem sehr gerne interessieren, wie kommt man da hin? Muss man irgendwie von einer anderen Stelle darunter springen oder so? Also wir könnten also auch jetzt schon theoretisch so abkürzen und darunter springen, wisst ihr? Warte mal. Hä? Wie kommt man da hin, verdammt? Wie geht das? Ja, das will ich jetzt aber mal rausfinden, ne? Ich meine, ich bin ja jemand, ich lese ja an Super Mario 64 die Schilder vor, deswegen will ich auch mal rausfinden, wie man da speziell hinkommt. Muss man sich da einfach nur fallen lassen von hier aus? Mal schauen. Moment mal. Wahrscheinlich, oder? Ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, mich da umzugucken, aber ich glaube, so wird das gemacht. Anders geht's ja wohl gar nicht. Also ich muss sagen, wenn es so ist, dann kann man das kaum sehen. Also es ist mir nicht sofort möglich gewesen, das zu erkennen. Sehr schlecht. Hätte man irgendwie besser machen können durch einen, weiß ich nicht, einen Pfeil oder sowas. Was sagst du dazu? Ja, kann man machen, aber muss man aber nicht. Und Mann, du warst scheiße, Junge. So scheiße, dass ich mich jetzt rübergebeugt habe und gekotzt habe auf deine Schuhe. Ja. Ah, das Larry. Hi. No problem. You can do anything you set your mind and your muscle to. Ja, der Muskelknabe Larry. Moin. Aber wir sind Schwämme, wir brauchen keine Muskeln. Meistens jedenfalls. Und das ist anscheinend der Ausgang. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Eingang von den Jellyfish Fields und dort können wir dann Thaddäus. Oh, yeah. Ah. Oh, that feels so much better. Ja, ich dachte mir das schon. Anything for my best friend Squidward. Can I rub some on? Mm. What if I just gave you this? Das ist auch ein guter Ersatz, aber wir hätten die gerne, dieses
weiß ich nicht, Massageöl einmassiert, das wir vom Quallenkönig bekommen haben, weil, ich meine, SpongeBob ist so ekelhaft, er hat selbst schon, ich weiß nicht, Meerjungfrauen an die Füße massiert. Also, würde mich nicht wundern, wenn Thaddäus da auch auf, weiß ich nicht, ein bisschen Happy End sich gefasst machen kann. Nom, sag ich dazu nur. Ich sag dazu nur mal Nom. Okay, dann wären wir jetzt eigentlich mit den Jellyfish Fields, also mit den Quallenfeldern, soweit durch, ne? Schaut mal. Ja. Und auf einmal wird's als... Ah, okay, ich hab's verstanden. Den Pfannenwender haben wir dafür bekommen, dass wir quasi Thaddäus, ja, diese Marmelade gegeben haben. Ah, okay. Ich hab's erkannt. So, ich würde sagen, da es das gerade anbietet von den... Ich weiß nicht, von den goldenen Pfannenwändern her. Gehen wir einfach mal in die Stadt, oder nicht? Ich meine, dort müssen wir 15 bezahlen. Wir haben gerade nur 11. Und da sind es 10. Wir können jetzt auch da reingehen, theoretisch. Aber ich denke mir einfach mal so, nö. Wir gehen in die Stadt, weil ich denke, das muss chronologisch so gemacht werden. Denn wenn man 5 bezahlen muss, gehen wir da auch zuerst mal rein. Und falls ihr euch fragt, wann ich denn hier für die Shiny Objects alles mögliche, weiß ich nicht, ausgeben werde. Sprich, ich glaube, Shiny Objects für Mr. Krabs, Tennissocken für Patrick, das machen wir später irgendwann. Also ich habe jetzt erstmal vorgehabt, das alles erstmal anzusammeln, zu farmen und dann später werden wir die ganzen Sachen auf einmal da abgeben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann mal, weiß ich nicht, die maximale Anzahl an Tennissocken haben, gehen wir dahin. Also sprich, gehen wir zu Patrick, wenn wir irgendwann mal die maximale Anzahl an Shiny Objects haben. Weiß nicht, wie viele das sein werden, 100.000, ich weiß gar nicht, wie viel man davon den sammeln kann, vielleicht 99.999 eventuell. Man kann ja eigentlich unendlich viele von denen sammeln, davon gibt es ja nicht endlich viele. SpongeBob, the robots are destroying downtown Bikini Bottom. We have to evacuate. Nein. All right, but it's gonna take a while to get all this dust. Not vacuum, evacuate. We have to get everyone to safety. SpongeBob, du Trottel. That won't do any good. Why not? Because the robots have taken all the steering wheels. Nicht die steering wheels. Die liegen hier überall rum und mit liegen meine ich schweben. No, there are too many turns. Those fiends, they thought of everything. Never fear, Mrs. Puff, I'll get those steering wheels back. Uh-huh. SpongeBob, if you're involved, I always fear. But I tell you what, if you can pull this off, I'll give you a golden spatula. Dann machen wir das doch direkt mal. Los geht's. Nice. Okay, SpongeBob möchte liebend gerne. Oh, Erklärungsbedarf. Wenn SpongeBob diesen Ball berührt, wird er zum SpongeBall. Und dort kannst du sehr schnell als SpongeBall dich rumbewegen, aber du kannst nicht springen. Wenn du verletzt wirst oder irgendeinen Knopf drückst, wirst du wieder zu einem normalen SpongeBob. Also zu einem Spasti-SpongeBob. So, hier gibt es fette Bonuspunkte, habe ich gehört. Nein, das machen wir jetzt nicht, weil ich finde, wir sammeln erstmal diese ganzen wunderbaren Steering Wheels ein. Wie hießen die nochmal? Keine Ahnung. Ich kann dich nicht kaputt machen? Wie? Ich kann dich nicht kaputt machen. Nö, es geht nicht. Okay. Dann mache ich euch eben kaputt. Nee, aber SpongeBob wollte unbedingt... Ich weiß nicht. Oh Gott, Hunde. Hunderoboter. SpongeBob wollte unbedingt die Lizenz zum Fahren haben, den wunderbaren Führerschein, aber... Sorry, Madam. Das war extra. Und ich glaube, es hat sie so getroffen, sie ist jetzt ein bisschen behindert. Aber auch nur ein bisschen. Nee, aber Mrs. Puff hat ihm das schon ausgeredet mit der Driving License. Oh. Autsch! Was soll ich denn da jetzt groß gegen machen? Kann ich die irgendwie zurückschleudern? Geht das? Ah, nee, ich habe eine Vorahnung. Fick dich, wie soll ich denn da reagieren? Ich habe eine Vorahnung, wir müssen diese verdammten Fernseher... Oh, hier ist ein Geheimnis. Gehen wir gleich hin. Wir müssen aber zuallererst mal müssen wir hier diese Fernseher oder was ist das? Spülen. Auf diese Stellen hier schleudern.
Und das sorgt dann eventuellerweise dafür, dass das Ding in die Luft geht. Hallo, geh in die Luft. Hallo. Willst du nicht? Dann müssen wir eventuell so von ein bisschen weiter weg die Kanone bestaunen. Und es ist so. Okay, alles klar. Tu ich Bescheid, Weißern. Okay. Hier wird es auch ungefähr so sein, oder? Oh, schlag mir nicht den Kopf ein, ey. Na, na? Yes, Alter. Gut, wir müssen hier jeden einzelnen Knopf betätigen. Das ist hier die Aufgabe, würde ich sagen. Na, na, na? Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, die Kanone steht da so wie eine 1. Bewegt sich kein Millimeter, aber schafft es irgendwie zu lenken. Okay, alles klar, du bist es. Du bist es! Ich merke schon. Boah, hier kann man richtig viele Bonuspunkte einsacken, ey. Krasser Scheiß. So, Nummer 1 aktiviert. Ich denke, wenn wir hier all die Schalter betätigen, sorgen wir dafür, dass die Kanone kaputt geht. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Was soll dieser Schaltermechanismus sonst bewirken? Oh, dödö. Und das gibt eine Belohnung, hey. Aber wie kommen wir da hoch? Müssen wir hier so ein bisschen, weiß ich nicht. Ein Kabelsalat verunstalten? Ja, müssen wir. Verunstalten? Veranstalten. Wir verunstalten den Kabelsalat. Wir sorgen dafür, dass der Kabelsalat noch mehr verunstaltet wird. So muss das sein. Gut, bevor ich jetzt aber da hinten hingehe und zum Spongeball werde, will ich erstmal gucken, dass ich hier alle Boni hole. Kann ja sein, dass hier eine Socke ist. Ja, guck dir das doch mal an. Hab ich doch direkt gewusst. So, komm, super mega ultra Combo und mega duper Spasti Gedöns. Können wir hier rausgehen? Können wir, was bringt das? Hä? Wo ist der Sinn? Was hat das denn jetzt gebracht? Also, jemand muss mir von euch mal erklären, was dieses ganze, weiß ich nicht, außerhalb eines Gebietes gehen bringt. Außer, dass man stirbt. Klar, das macht das Spiel ein bisschen weitläufiger, aber ich glaube nicht im positiven Sinn. Man kann zwar nach draußen gehen, aber du wirst halt direkt wieder zurückgesetzt. Und das ist halt voll dumm, weißt du, wenn man jetzt hier rausgehen kann. Ich finde das total dämlich. Hätte ich jetzt nicht mit eingebracht ins Spiel, sondern ich hätte da wirklich eine Wall hingemacht. Aber ist ja okay. So, Spongeball habe ich gehört und die der Schalter sorgt anscheinend dafür, dass wir hier... Ja. Eine bestimmte Zeit lang rausgehen können. Und wenn wir einmal drüber sind, können wir auch direkt wieder reingehen. Dann ist das Tor quasi immer auf. Ich kann mir vorstellen, und das ist auch logisch, dass wenn wir nicht vor der angegebenen Zeit hier durchgekommen wären, dass ich das Tor dann wieder verschlossen hätte. Ist aber auch klar, ne? Macht ja auch Sinn. Was bringt dann der Schalter? Gut. Jetzt nur die Frage... Oh. Hi. Ein UFO. Wer hätte das denn gedacht? Ey, lass meinen besten Freund in Ruhe. Ey. Ey. Gary, ja! Gary hat geholfen! Dieser Roboter wird G-Punkt genannt. So nenne ich das mal, weil G-Love und G-Punkt, das liegt beieinander. Der Bubble Bounce kann ihn am besten bezwingen. Ah, okay. Sprich, der hier. Aber ich guck trotzdem mal. Okay, wenn wir ihm zu nahe kommen, würde ich sagen, bringt das nichts, oder? Ne, bringt gar nichts. Okay, dann machen wir den und zack, das war's dann. Machen wir kurz einen Prozess, das passt, das ist alles cool. Ja, aber Downtown Bikini Bottom, meine lieben Freunde, kann ich jetzt... Oh, schaut mal. Downtown Bikini Bottom, wir sind hier in der Stadt. So. Danke uns, dass wir dein Leben gerettet haben, Bitch. Warte mal, wie kommen wir am besten da hoch, hä? Von hier aus am besten... Warte mal, wie soll das gehen? Wie soll es am besten gehen? Ich frage mich gerade so ein bisschen, geht's hier eventuell irgendwie hoch oder haben wir eine Möglichkeit oder sowas? Ich denke mal nicht, dass es an diesem Tiki liegt. Ich denke, wir müssen echt von diesem Felsen aus da hochgehen. Aber ihr seht, es klappt halt nicht, ne? Ich kann zwar versuchen, die maximale Sprunghöhe rauszuholen, aber es bringt nichts. Eventuell von hier irgendwie. Schaut mal, da hinten. Es gibt einen Hintereingang. Können wir irgendwie da durch? Ich kann mir vorstellen, wie wir da hinkommen.
Also entweder indem wir schön deutsch hier drumherum gehen. Aber das ist auch ein völlig anderes Gebiet, ne? Da kommen wir jetzt so erstmal nicht hin. Oder ich mach's so. Das ist jetzt zwar jetzt ein bisschen scheiße, aber... Guckt's euch doch mal an. Man kommt da irgendwie hin. Aber so anscheinend nicht. Gut, ich denke, wir müssen uns diese Socke für später irgendwie aufbewahren. Das würde Sinn ergeben. Und demnach mache ich dich jetzt mal kaputt. Das passt schon. Und zur Combo halber mache ich noch dich kaputt. Und das gibt eine super mega Spacken-Combo. Und das ist eine knackige Sache. Das sage ich euch. Das ist so knackig. Das glaubt man mir nicht. Können wir hier durchgehen? Nicht? Das macht keinen Sinn. Weißt du, ich hasse es ja an Spielen oder generell so an Serien oder sowas. Wenn da irgendwie so ein offiziell angekündigter Weg ist. Was heißt offiziell? Aber wenn da so ein Weg ist... Wenn da so ein kleiner Weg ist, der so richtig dünn ist und da denkt man so, da kann man eigentlich trotz der Dünnheit durch. Aber dann geht's trotzdem nicht. Das ist so dumm. So, dann mal eine Frage. Wie kommt man denn am besten dahin? Wie geht das denn? Es muss irgendwie von hier aus gehen, ne? Ich denke mal, wir werden noch irgendwie eine Möglichkeit finden, da hochzukommen und von dort aus von Gebäude zu springen und dann so... da hochzukommen. Aber von hier aus gibt es keinen Weg. Das ist schade. Ist eventuell hier unten? Nö, da ist nichts. Alles klar. Alles klö. Mach kaputt den Scheiß. Gut, ich denke erstmal, die nächste Anlaufstelle wird sein, da durchzukommen und zur Bikini Bottom Bank zu gehen. Aber wir dürfen das Ziel auch nicht aus den Augen verlieren, ne? Ist ja klar, wir müssen zwar diese Socken sammeln, aber... Wichtigste ist immer noch diese Räder. Die Steuerbörder, keine Ahnung. So, zack. Und wir haben wie viele Sekunden Zeit, da durchzukommen? Sag an. 10 Sekunden, ach, das ist total easy. Ich denke, das würden wir sogar ohne Schwammball schaffen. Was auch sein kann, dass wir irgendwie... Ich weiß es nicht. Eventuell da hochkommen, wenn wir den Felsen als... Nee, das geht nicht. Ich dachte, wir können da irgendwie Anlauf nehmen und BAM da hochgehen. Bringt aber nichts. Autsch. Macht das Schaden? Ja, okay, macht Schaden. Wenn man im Schwammball ist, macht es keinen Schaden. Komischerweise. Und ach, guck mal an, die Tür ist hier. Aua, guck, die ist auch auf. Geil. Ja, so muss das sein. So, warte mal. Warte mal, hier waren wir auch noch nicht. Was ist denn hier? Hä? Nix, hä? Okay. Aber der Weg ist auch verschlossen, ne? Wobei, warte mal. Hä? Hab ich die eben... Hab ich das eben übersehen oder war das... Steuerrad schon vorher hier? Ich dachte erst mal für einen kurzen Moment, das wäre hinter dem Zaun. Okay, habe ich mich geirrt. Ich bin ein bisschen dumm. Okay, können wir zur Bank reingehen? Ich denke, ne? Geht das? Wir können nicht in die Bank rein? Wie dumm ist das denn? Das finde ich gerade ein bisschen scheiße, ja. Das ist unknackig. Aber okay, okay, Leute, okay. Ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter und würde ich sagen, ja, machen wir eine kurze Pause und dann geht's beim nächsten Mal gestärkt weiter. Und der wirft jetzt nicht nur, oh, Spülbecken, sondern Sofas. Und ich denke, gehen wir im nächsten Part gegen vor. Wisst ihr Bescheid. Haut rein. Ciao.